Moin und willkommen zu einem neuen Teil LS17 auf der Holland Landscape. Ja, im letzten Teil waren wir ja noch dabei, die Felder zu düngen und haben schon mal den Drescher und den Rübenroder zu den Flächen gebracht, die wir als nächstes bearbeiten wollten. Und ja, ich bin jetzt erstmal am Rübenroden. Das Dreschen kommt hier nach. Und ja, meine beiden Helfer sind auch noch am Dünger streuen. Der 900er ist oben auf dem Feld 1 oder auf der Wiese 1. Und der 700er ist auf Feld 16 zugange. Die machen da nochmal eben die letzten paar Bahnen fertig. Und dann ist das Thema Düngen erstmal abgeschlossen. Zumindest so weit, bis wir wieder das ein oder andere Feld halt abgeerntet haben und weiter bearbeiten können. So. Und ja, wir kümmern uns jetzt hier erstmal so ein bisschen um die Rüben. Wie gesagt, die werden dann auch, wenn die geerntet sind, in den Verkauf gehen, weil ein Lager dafür habe ich hier nicht. Könnte ich noch einbauen, habe ich jetzt momentan aber auch keine Lust zu. Platzmäßig ist das auch nicht unbedingt so. Wobei ich könnte das eigentlich auf diese kaufbare Fläche bauen. Nur, da bringt mir das eigentlich auch nicht viel, weil ich kann mir diese Freifläche noch nicht leisten. Und wenn da denn das Kartoffel- und Rübenlager steht, komme ich nicht ran. So, die Lose irgendwo lagern, gut, das wäre auch eine Möglichkeit, aber schauen wir mal. Wie so oft, ich bin mir da noch so ein bisschen unschlüssig, was ich da jetzt genau mache oder wie ich da genau vorgehe. Sind so Sachen, die ergeben sich immer spontan. Ich habe es jetzt auch schon oft genug gehabt, dass man denn oder sich gedacht hat, wie man es denn macht, das dann auch probiert hat und hinterher merkte, es doch irgendwie nicht so toll oder so praktisch und Von daher, das will alles gut überlegt sein. Auf jeden Fall besser überlegt als die Aktion, die ich hier jetzt gerade veranstalte. Wir arbeiten uns jetzt hier erstmal Stück für Stück um die Ecke. So, der erste ist fertig. Das ist der. Wer ist denn das? Kann ich gar nicht so schnell hören. Ach, unser. Unser? Der 900er. Ja, der hat seine Wiese fertig. Gut. Kümmern wir uns gleich drum. Der kann da jetzt auch ruhig noch ein bisschen warten. Ach, der andere ist auch fertig. Wunderbar. So, dann hatte ich letztes Mal, oder in letztes Mal in der Folge war ich auch noch am überlegen, was ich jetzt weiterhin mit den Düngerstreuern mache. Ich werde das jetzt wohl so machen, dass wir den
ja, 3 Punkte Streuer behalten mit den 26 Metern Arbeitsbreite und uns dennoch einen Anhänger zum Überladen mit dazu kaufen. So dass, wenn der im Einsatz ist am Streuen, dass wir dann entweder einen Anhänger oder den Anhänger zum Überladen mit direkt mit ans Feld stellen, beziehungsweise halt einen zweiten Schlepper am Laufen haben, der denn da halt mit dem Anhänger hinterherfährt, beziehungsweise mit dem ich denn entsprechend dahin fahren kann, wo derjenige, der am Dünger streuen ist, halt gerade leer geworden ist, um den dann am Feld direkt nachzufüllen. So, das heißt aber auch im Endeffekt, die ganzen Kurse, die ich jetzt erstellt habe für die Felder bisher zum Düngen, die sind ja alle auf 12 Meter. Ja, die kann ich eigentlich alle löschen und neu machen. Weil wir ja nun doch wesentlich mehr Arbeitsbreite haben. Aber das ist auch ja gar nicht mal so schlimm. Ich habe es euch ja noch in der letzten Folge gezeigt, das ist schnell gemacht mit dieser Kursgenerierung. Also ja. Ich habe es sonst immer schon das ein oder andere Mal mit Curseplay versucht. Ich wollte dem Kran immer wieder eine Chance geben, bin aber auch immer wieder dran gescheitert und verzweifelt. Und ja, so mit der aktuellen Version, die ich da jetzt habe, das ist eigentlich ziemlich einfach. Man, klar, so ein paar Grundsachen muss man davor auch schon kennen, aber kein Vergleich zu den sonstigen Versionen. Meine, so normale Fahrstrecken einzufahren, das habe ich bisher auch immer hinbekommen. Das wäre auch nie so das Problem gewesen. Aber halt die Feldarbeit damit, das alles richtig einzustellen. Daran scheiterte das bisher. Und gut, manche Maps eignen sich auch nicht so wirklich für Curseplay. Nicht nur wegen den Feldformen oder irgendwelchen Zäunen um den Feldern rum. Generell auch die Beschaffenheit der Straßen. Sei es, dass irgendwelche Schilder mit Kollisionen da rumstehen, wo er gerne mal hängen bleibt, oder auch so wie bei uns jetzt hier auf dem Hof mit der Abladestelle, dass das einfach zu eng ist. Da lässt sich das mit Curseplay denn ein bisschen schlecht arbeiten. Also hier jetzt zu sagen, fahr vom Drescher ab, kipp das hier auf dem Hof ins Lager, das wird ein bisschen schwierig. Aber gut, das wollen wir auch gar nicht unbedingt. So, die Wiese kann dann auch bald wieder gemäht werden. Das, was ich jetzt hier mähe, oder das Gras hier, das wird dann im Anschluss wohl direkt zur BGA gehen. Ab im Silo, damit wir da auch, oder darüber halt noch ein paar Einnahmen generieren können. Es ist ja doch noch so ein ganzer Teil an Geld, den wir hier brauchen und auch in nächster Zeit noch brauchen werden, um nochmal so das ein oder andere Feld dazu zu kaufen, Tiere, Maschinen vielleicht nochmal ein bisschen aufrüsten, austauschen, noch das ein oder andere mit dazu kaufen. Den fahre ich jetzt nicht ganz nach Hause. Das machen wir anders. Wenn wir den jetzt schon mal haben und nutzen,
Teil 12 zum Hof. Nee, das sollst du nicht machen. Gut, wir gehen in den. Wo stehe ich jetzt hier überhaupt? Da ist das. Ich muss mich jetzt erstmal orientieren. Hier hinten bin ich gut. Ach komm, den fahren wir komplett selber zum Hof. Ja, so im Allgemeinen. Ich will auch gar nicht der Curseplay-Experte werden oder damit allzu viel machen. Ich will das einfach nur nutzen, um ja, dem so ein paar kleine Aufgaben zu übertragen, wie halt das Düngen oder teilweise das Ansehen mit 6 Metern auf manchen Flächen. Ist halt ziemlich aufwendig. In der Zeit kann ich auch andere Dinge oder andere Sachen ganz gut machen. Da können wir Curseplay dann laufen lassen oder um mal das irgendwelche Fahrzeuge da von A nach B zu schicken. Denk mal, dafür können wir den eigentlich ganz gut nutzen. Und ja, nach der Düngerstreuer, den wir jetzt hinter haben, der Bruns, der geht weg, sobald er leer ist. Und dann arbeiten wir nur noch mit dem anderen. Denk mal, da machen wir nicht unbedingt irgendwas verkehrt. So, dann können wir die noch erstmal hier wieder in die Halle stellen. Anhänger. Ja, mit den 123 Litern im Tank sollten wir wohl auch noch ein bisschen hinkommen. So, denn vor der jetzigen Aufnahme hatte ich hier auf dem Hof nochmal ein bisschen Rasen gemäht. Zwischendurch mache ich das mal, hau das denn hier im Silo rein. Das können wir auch nochmal eben schnell verdichten, wenn wir schon mal hier sind. Was ich auch noch mal rausfinden muss, ist, wie das bei dem anderen Schweinehof mit Füttern und so ist. Da habe ich jetzt auch noch nicht unbedingt was für gesehen und gefunden. Ich weiß zwar, wo die Tränke dafür ist. Das sind ja so Sachen, die müssen wir hier auch nicht unbedingt manuell machen. Das kann man so wie hier bei der normalen Kuhweide, können wir halt so ein System dafür kaufen. Ja, gab's oder gibt's auf Modhub zum Runterladen, kann man sich dann auch fest auf die Map verbauen. Und ja, füllt sich der Druck mehr oder weniger automatisch. Beziehungsweise man muss dann, glaube ich, nur rangehen und irgendwie was drücken.
Ich habe mich damit auch noch nicht so genau auseinandergesetzt. So, den Düngerstreuer, den wir jetzt hinter haben, der ist nur gemietet. Oder erstmal nur gemietet, glaube ich. Ja, genau. Gut, den können wir denn auch erstmal noch behalten und hinterlassen, sobald wir denn die beiden Rübenfelder runter haben, kann man den Dünger da noch mal eben raufhauen und dann ist der auch nicht verschwendet. Ja, dann haben wir soweit alles. Ich werde noch mit dem Rübenboden weitermachen. Anschließend ein bisschen dreschen und ja. Schauen wir mal, an welcher Stelle wir uns im nächsten Teil wiedersehen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, dass es euch wieder so ein bisschen gefallen und Spaß gemacht hat. Und dass ihr dann auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Bis denne, tschüss.